Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Das erste, was wir machen werden, ist hier ein Silberarmband kaufen für 25 Won. Und damit sind wir auch schon mal wieder pleite. Aber für 25 Won konnte ich mir das Teil einfach nicht ersparen hier. 10 Halbmenschen, 15 Magie, 2 dB. Also schönes Armband, kriegen wir locker 35 Won für. Im letzten Part hatten wir schon viele Alastor-Truhen und heute geht's dann nochmal weiter mit 100 Stück. Mal schauen, was wir heute rauskriegen, weil ich kann irgendwie nicht aufhören, die Truhen derzeit zu öffnen. Das macht mir derzeit richtig viel Spaß und wir haben einfach zwei Schlangenwaffen hintereinander bekommen. Das ist absolut selten eigentlich der Fall, aber naja. Die ersten Waffensteine, die schnappen wir uns hier auch schon mal und legen die auf unsere Seite, was wichtig ist. Und machen natürlich weiter. Da sind auch schon die Waffensteine plus, die wir ebenfalls auf die Seite hier packen und machen weiter mit den Öffnen hier. Ein Verzaubern, den können wir auch nachher irgendwo draufschmeißen. Wieder normale Waffenstände gekriegt. Das ist sehr gut, weil die derzeit echt gut verkauft gehen. Aber was ich mir natürlich am meisten wünsche ist, ja, what the fuck? Was war das für Truhen? Drei Eier? Okay, das geht ja schon mal krank los hier. Blaue Perle nochmal hinterher, aber wie gesagt, ein paar Schlangenwaffen wären echt nochmal cool. Gib mir noch ein, zwei Stück, das wäre richtig, richtig gut. Aber zwei Stück haben wir ja schon mal. Immerhin haben wir ein paar rausgekriegt. Nochmal Waffensteine, sehr schön, Dunkeldrachenfächer, Dämonen plus 4, die sind auch nochmal 80 KK oder 70 KK derzeit wert. Waffensteine plus, nochmal Waffensteine plus, nochmal ein Switcher, den wir gleich irgendwo draufhauen können. Komm, bitte noch einmal Waffensteine, das wäre mega nice. Und die letzte Truhe, eine schimmernde Blutrote. Dann schauen wir jetzt natürlich noch auf die zwei Waffen, die wir relativ am Anfang gekriegt haben. Die Kralle hat, komplett Grappeln, die Dolche. 4 FKS Angriffsspeed und ESO. Ja gut, absolut Müll. Aber trotzdem, wie gesagt, 3 Eier, super ausbeutet. Ein paar Switcher, wieder Nordwind-Waffensteine, 45 Stück. Mit 75 Won sind wir reingegangen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, relativ plus gemacht. Ich öffne fix eben alle Alastor-Eier hier, die ich besitze. Und nennen sie alle mal kurz Simply Alastor und dann gucken wir gemeinsam gleich einmal drauf. Alle Eier sind ausgebrütet. Ich weiß noch nicht, was sie haben. Also ich habe nicht geschaut. Ich habe sie einfach nicht alle nur benannt in Simply Alastor. Mal schauen, was das erste hat. 0,720er Def, 43 Tage. Okay. Defend ist interessant. TP-Wert, ja, relativ niedrig. Das können wir eigentlich komplett in die Tonne werfen. 0,414, 0,707, 1,303, 1,204 und 1,0 und 1,1. Naja, gut. Also das gucken wir als letztes an. Alle anderen schauen wir uns jetzt direkt mal an. Die P-Taste drücken und dann schauen wir mal nach. Das ist übrigens, um zu gucken, was für ein Pet-Typ man hat, können wir hier bei der Gemi den Pet-Bestimmungsorb sich kaufen und dann könnt ihr nachschauen, was man dann halt für eine Pet-Stufe hat. Wir schauen jetzt erstmal nach. Mit dem ersten ist es ein Pet-Typ 3, also schon mal Schmutz. Das zweite Pet ist Pet-Typ 1. Das dritte, die 2x07er, ist ein Pet-Typ 6er. Okay, ziemlich interessant. Also eins haben wir schon gekriegt. Dann das nächste ist ein Pet-Typ 3er. Das fünfte, ein Pet-Typ 1er, das 1-0 und 1-1er ist ein 3er und das wichtigste von allen mit 2-0 Def ist ein 3er. Schade. Okay, 1-6 haben wir gekriegt. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen was. Vielleicht kriege ich ja 50 Won oder so viel. Dann wäre das schon ganz okay. Aber ansonsten, naja, alle anderen waren jetzt Crap. Ja gut, wir haben ja noch zwei Switcher aus den Alastor-Truhen gekriegt. Die haben wir jetzt einfach wieder auf den Titan. Mal schauen, was wir kriegen. Der erste Switcher ist Müll. Der zweite, 10 Blocken, 8 wird, naja, auch Müll. Ja, dann machen wir uns mal hier komplett pleite und zwar gibt es hier gerade zwei Onyx auf dem Markt. Das haben wir lange nicht mehr getan und ich habe gerade irgendwie Bock darauf, irgendwas zu verschwenden. Und zwar jetzt haben wir nur noch ein Won und ihr wisst, was das bedeutet. Und zwar seit langer Zeit mal wieder ein Exit-Try. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt wirklich der letzte Exit-Try her ist, aber schon ein Stückchen würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deswegen bin ich schon wieder leicht angespannt. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich euch sogar so ein bisschen getrollt gehabt. Beim Dia war das, meine ich. Oder habe ich den nur gedreht gehabt? Ich glaube, ich hatte den nur gedreht gehabt. Egal, wir hauen das Ding jetzt erstmal hier kurz auf Exit. Ich hoffe, das klappt. Huh, das ist schon mal ein schönes Gefühl. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Ding noch gut wird. Und dafür gehen wir auf einen schönen Spot, würde ich einfach mal sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, schnuppern wir auf den Stein drauf. Komm, bitte irgendwas mit Blocken. Das wäre doch echt gut. Gönnen wir irgendwas Schönes seit langem mal wieder. Und wir haben Widerstand-Crit reflektieren. Ah, hätte da nicht noch Blocken drauf sein können. Leider Schmutz das dann wieder richtig miese gemacht. Mal schauen, was wir hier umnieten können mit unserem Level 42er. Vielleicht den Champions Level 2 hier mit einem One-Hit. Naja, nicht ganz One-Hit, würde ich jetzt einfach mal sagen. 7K Damage. Ich glaube, ein PvP-Ku. Wir hätten Rudi an. Wir gehen mal ganz schnell weg, hauen die zwei mit einem One-Hit um. Und naja, ein bisschen Spaß muss halt auch mal hier sein mit dem Mento.
Ich meine, in letzter Zeit habe ich zu viele Alastor-Truhen aufgemacht. Kommt auch noch dazu. Hallo, ist der nicht an dieser Position, wo ich ihn gerade haue? In letzter Zeit habe ich wirklich viele Truhen aufgemacht und das tat ganz schön weh. Ich will euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht alle Truhen zeigen. Das wird irgendwann, glaube ich, auch für euch langweilig, weil ich halt wirklich, wirklich viele aufgemacht. Heute habe ich zum Beispiel dafür fast 500 von Alastor-Truhen geöffnet. Ich meine, wenn ihr das sehen wollt, dann schneide ich euch das gerne in einen Mixtape zusammen. Und dann mache ich halt wirklich ein Video, wo ich nur Alastor-Truhen reinschnippel. Aber da seid ihr dann gefragt, wenn ihr das sehen wollt, dann zeige ich euch das gerne, was da rausgekommen ist. Aber naja, das ist halt das Übliche. Man öffnet ein paar Truhen, hofft auf eine Waffe, auf den ein oder anderen Switcherchen. Und ja, gefühlt war es das dann auch wieder schon. Also, wie gesagt, falls ihr das gerne sehen wollt, könnt ihr das gerne mal einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, ist das halt einfach so. Ich sehe gerade, dass mein Pferd Level 29 ist und nicht Level 30. Möchte ich jetzt erstmal kurz was testen. Und zwar sehe ich, dass von Level 29 auf 30 nochmal ein hoher Statuspunktesprung stattfindet. Und wie ihr seht, mit 29 werden wir jetzt gleich einmal ganz kurz was testen. Und zwar werden wir kurz in die Zeitriss-Map reingehen und mal schauen, wie viel Damage wir vorher machen. Und wenn das Gaue gleich auf Level 30 springen sollte, werden wir mal schauen, ob das ebenfalls was bringt an Damage her. Ebenfalls müssen wir natürlich noch die Pferdefutter-Quest machen, ansonsten bringt das ja natürlich nichts und wir können das Pferd nicht auf Level 30 leveln. Da sind wir auch schon auf der Zeitriss-Map. Wir machen jetzt am Metinstein 36k Damage ohne weiteren Push jetzt, außer halt das, was wir gerade so besitzen. Und naja, das werden wir gleich mal testen, ob wir da mehr machen. Also den höchsten Damage, den ich gerade so sehe, sind 36k und davon gehen wir jetzt halt einfach mal aus. Ich werde jetzt noch eben kurz die ganzen Corsi farmen und dann gehe ich gleich zum Stahlburschen und teste das Ganze. Naja gut, ich habe mir gedacht, ich muss ja glaube ich gleich eh nochmal reingehen, deswegen habe ich jetzt die Core-Quest noch nicht ganz fertig gemacht, aber wir schauen erstmal, ob das Pferd jetzt auf Level 30 springt. Bitte klappt jetzt endlich. Und es hat geklappt, sehr geil. Und damit werden wir jetzt gleich mal testen, ob wir dadurch mehr Damage machen oder halt nicht. Im Grunde genommen reicht es, das Pferd auch bis Level 30 zu ziehen, weil ab Level 30 bzw. Sprung auf Level 31 gibt dann nur noch Statuspunkte für Johara. Deshalb ist es relativ irrelevant, weil man meistens ja eh alle Flüche bricht. Es sei denn, man ist eventuell neu und will das einfach mal durchziehen, dann kann man es dementsprechend auch schon machen. Ansonsten, wie gesagt, bringt es euch nicht wirklich viel. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es auf die neuen Pferdeskills ebenfalls bezogen ist, wie zum Beispiel der hier. Deswegen kann ich euch da jetzt nicht genau was sagen zu. Aber falls es so ist, dann natürlich müsst ihr das hochleveln, falls ihr diese Skills lernen wollt. Aber die kosten halt dementsprechend viel. Ihr braucht insgesamt 20.000 Gaia, um einen Skill fertig zu machen. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei. Aber das mit den Skills wäre eigentlich echt eine gute Herausforderung für mich. Immerhin brauchen wir ja noch Zufallsbuch mit Mob. Das sind auch 9 Monster, glaube ich. Also das könnten wir eventuell doch schon machen. Ja, und um das zu machen, müssen wir das Pferd erstmal auf Level 31 leveln. Und ja, dann können wir erst den zweiten Skill erlernen. Also erstmal RIP. So, aber ich bin jetzt gespannt, ob es was gebracht hat oder nicht. Wir hauen jetzt hier mal drauf. 17, 18k jetzt, also bis jetzt 36k haben wir da wieder gesehen. Meiner Meinung nach sehe ich jetzt nicht wirklich den großen Unterschied im Gegensatz zu davor. Dasselbe EQ habe ich an, 18,5. Ja, gut, ich würde sagen, also meiner Meinung nach bringt das jetzt nichts. Aber ich glaube, das liegt auch daran, da ich schon die Max-Werte jetzt habe. Ich glaube, das geht eher nur bis zu einem gewissen Levelgrad oder sonstiges. Beziehungsweise halt, wenn man noch nicht die gewissen Statuspunkte verteilt hat. Ich glaube, das steht auch so im Wiki. Aber so an sich hat mir das jetzt, glaube ich, nichts gebracht. Es sei denn, ich hatte gerade kurzfristig noch irgendwie was drin an Push, was ich jetzt nicht mehr habe. Aber das glaube ich nicht. Ich meine, ich hatte jetzt keinen Slot hier irgendwas drinne. Aber naja, also wie gesagt, jetzt so vom Damage her würde ich sagen, da hat sich jetzt eigentlich nichts getan. Also ich habe jetzt gerade eben noch knapp, ja, 10 Minuten die Core Quest eben noch kurz fertig gemacht. Und ja, ich habe jetzt mal noch auf was anderes geachtet und zwar nämlich die Statuspunkte Vitalität. Also vom, ja, von der TP her hat das jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt in den Videos und da hat es auf jeden Fall keinen Unterschied gemacht. Ich habe nicht mehr Death gekriegt, aber trotzdem ist mir aufgefallen, ich habe weniger Damage kassiert. Zwar waren es nur 20 bis 30 Damage weniger, aber ich habe weniger Damage gekriegt. Und zwar habe ich im ersten Video gesehen, dass ich eine 841er Hit kassiert habe von einem Monster. Und naja, ich habe jetzt ganz halt die Baumwesen-Metins da noch umgehauen und mal schauen, wie oft ich 841er Damage kassiere. Und das Höchste, was ich bei den nächsten 20 bis 25 Metins gesehen habe, war, dass ich nur ein 814er Damage gekriegt habe. Also im Grunde genommen haben wir 25 Damage
27 weniger Damage kassiert, wenn man das natürlich jetzt für voll nehmen kann. Also so gefühlt war es ein minimaler Unterschied, weil ich hatte auch 430er Hits und so weiter und da nur 410er, 417er und so weiter. Also es hat sich schon so ein bisschen geschnitten, aber es waren halt irgendwie weniger von den höheren Schaden, die ich kassiert habe. Also vielleicht hat es minimal was gebracht, weil der Statuspunkt Wit mehr betroffen war als die anderen Statuspunkte, weil Stärke und Dex waren, glaube ich, nur 2 Punkte, die mehr dadurch gebracht haben. Aber wie gesagt, ich schätze mal, ich bilde mir das vielleicht sogar nur ein, aber man kann ja hoffen und einfach da was vorstellen und sagen, okay, ich habe ein bisschen weniger Damage kassiert, das ist schön, man, es hat was gebracht, also... Lebt damit so nach dem Motto, aber mal schauen, vielleicht macht sich das bemerkbar, wenn ich auf den größeren Maps unterwegs bin. Es war ja immerhin auch nur der Zeitriss-Run. Ja gut, das muss ich euch einfach nochmal zeigen. Und zwar hat der liebe Grimni hier im Forum einen Thread erstellt, über neue Servernamen. Und zwar hat er einfach mal gesagt, wir sollen ein paar neue Servernamen vorschlagen. Und ich hatte den absolut genialen Vorschlag, wie ihr hier sehen könnt. Einen Moment. Und zwar den hier, dass wir Teutonia zu Vegeta umbenennen und Germania zu Goku. Wenn man die sind fusioniert, ne? Ergibt schon viel Sinn. Und ich habe ihm noch geschrieben, wenn er das tut, bin ich 10 Jahre sein Handlanger. Also ich bin absolut dafür. Und was macht der Grimnir? Er haut das hier raus. Also träumen dürfen wir auf jeden Fall, aber ich fand das echt mega witzig. Und ich habe ihm dann erstmal geschrieben, dass ich Akira Toriyama erstmal anschreibe. Und er soll natürlich an die Dragon Ball Kostüme denken. Also ja, Wunschträumen darf man hier ja wohl noch. Und an dieser Stelle ist das Video fast vorbei. Aber erstmal nochmal kleine Werbung hier, falls ihr Bock auf Energy Drinks habt. Schaut gerne bei meinem Partner Holy vorbei. Dazu findet ihr den Link in der Beschreibung. Sie haben jetzt eine neue, wunderschöne Homepage und einige neue Flavors am Start. Also falls ihr Bock darauf habt, schaut gerne mal vorbei und unterstützt mich damit. Ansonsten, falls ihr ebenfalls Bock auf Meeting 2 habt, nutzt gerne meinen Registrierungslink und fangt damit am besten auf den neuen Servern oder halt dementsprechend auf den alten Servern. Begrüßt mich bei dem Server Germania. Ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar werde ich hier jetzt die Clips von den Alastor-Truhen auch durchlaufen lassen, ohne Ton von mir. Also ich werde dazu nichts kommentieren, aber falls ihr Bock auf Alastor-Truhen habt, schaut euch gerne noch das Video bis zum Ende an. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde. We'll be right back.
gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. You do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. Who to follow?
you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. Who do it for you? Old guy, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Who do it for you? Why do you wanna move like that? Why do you wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Who do it for you? Yeah, girls but in a gallus. So shit but in a villa. I held a gun but in a killer. Can I keep it any realer? Who do it for you? Und für meine Alastor-Truhen-süchtigen Freunde gibt es noch ein kleines Giveaway. Und zwar 17 Passierscheine, ein Mondstein, zwei rosa Drachenbohnen und drei Steine der Dämonen. Ja, falls ihr daran teilnehmen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir nähern uns langsam der 9000 Abonnenten. Und dann gibt es natürlich auch das feine Season Part 5 Video. Das würde mich sehr freuen. Lasst natürlich ebenfalls ein Like da und einen Kommentar, um am Giveaway teilzunehmen. Ja, ansonsten war es das jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Haut rein, euer Simply. Ciao, Freunde.